Hallihallo, liebe Freunde. Ja, vielleicht gehört ihr auch zu denjenigen, die ab und zu mal zu faul sind, die eigenen Tomaten aus Samen zu ziehen und ab und zu mal so eine Pflanze zu kaufen. Das hier ist jetzt eine Buschtomate. Und ja, ich habe mir die auch gepflanzt, weil ich finde es immer ganz schön für die Kids auch zum Snacken einfach. Die wird nicht allzu hoch. Trotzdem müssen wir mit der ein bisschen was machen. Das Erste, was wir hier machen, wenn ihr sowas kauft, dann packt die erstmal aus. Achtet bitte darauf, dass die euch nicht abbricht. Denn wenn die hier oben schon voll mit Tomaten hängt, dann kann es gut sein, dass der kleine Ast hier unten oder der kleine Stamm schon abbricht. Also mal erstmal ganz vorsichtig auspacken, das Ding. Ja, das hat schon mal ganz gut geklappt. Die Tomaten, die hier liegen, die esse ich zumindest nicht mehr, auch nicht die roten, die hier am Baum sind, weil ich weiß nicht, wie die Pflanze vorher behandelt wurde. Und ja, wie ihr wisst, wir sind keine Fans hier von Pestiziden oder sonstiges und versuchen alles in Bio anzubauen. Von dem her nehme ich hier die roten Früchte alle ab. Die kommen auf den Kompost. Ihr könnt die natürlich auch waschen und essen. Euch passiert da nichts, um Gottes Willen. Aber meinen Kindern gebe ich die zumindest nicht. Aber hier hat es genügend Grüne dran und diese Buschtomate, die hält in der Regel lang Monate. Von dem her, die wird euch monatelang mit leckeren Früchten versorgen. Was wir auch machen, ist hier diese ganze abgebrochenen Äste hier. Ihr seht, die Blätter sind schon verwelkt. Die nehmen wir auch alle weg, schneiden die mal ab und dann schauen wir hier, was übrig bleibt. So sieht das Ganze jetzt aus, schon viel besser. Was wir jetzt machen, ist, wir topfen den um. Dazu nehmt ihr Blumenerde oder ihr könnt auch schon vorgedüngte Tomatenerde nehmen. Das geht genauso gut oder vorgedüngte Gemüseerde. Da gibt es ja alle jegliche Erden, die ihr hier kaufen könnt. Aber ich mische meine selber. Wenn ihr meinen Kanal verfolgt, wisst ihr das auch. Das könnt ihr auch ganz einfach selber machen. Ihr nehmt Blumenerde, dann gibt es hier so Tongranulat zu kaufen, auch größere Tonkügelchen. Die mischt ihr hierbei. Danach kommt noch eine Handvoll Hornspäne dazu. Die werden von den Mikroorganismen mit der Zeit verarbeitet. Und noch etwas Tomatendünger. So, und das Ganze vermischen wir jetzt ordentlich und dann wird die Tomate hier eingepflanzt. Am besten ist, ihr nehmt die Pflanze hier zwischen eure Finger, stülpt den Topf um und lasst die Pflanze einfach so aus dem Topf gleiten. Und hier sehen wir auch, die ist schon hier komplett durchwurzelt. Ist Gott sei Dank noch sehr feucht hier und nicht trocken. Und die setzen wir hier einfach in die Erde, schaut, dass das Niveau passt, dass nach oben hin zum Topfrand noch etwas Platz ist, sodass wir ordentlich gießen können und uns das Wasser hier nicht permanent über den Topf rüberschwappt. Ihr könnt natürlich auch einen größeren Topf nehmen. Meine Erfahrung ist nach ist, je größer der Topf, umso größer wird auch die Tomatenpflanze, umso mehr Früchte könnt ihr ernten. Aber hier bei dieser Buschtomate muss der Topf nicht unbedingt so groß sein und den kann man später nochmal umtopfen in einen größeren Topf, wenn man möchte. So schaut das Ganze jetzt aus. Tipptopp. Worauf ihr bei einer Buschtomate unbedingt achten müsst, ist das Ausgeizen. Weil bei einer Buschtomate macht man im Gegensatz zu einer normalen Tomate die neuen Triebe nicht weg. Das bedeutet, ihr dürft hier auf gar keinen Fall ausgeizen. Wir haben hier keinen dominanten Trieb, der nach oben wächst und dann die Seitentriebe bildet. Deshalb heißt das Ding auch Buschtomate. Diese neuen Triebe, die hier kommen, seht ihr die? Die müssen wir unbedingt stehen lassen, auch hier unten. Denn somit wird die Buschtomate buschiger natürlich und bekommt auch neue Fruchtansätze. Und demnach auch neue Tomaten. Unbedingt darauf achten, ja nicht ausgeizen, es sei denn, diese Buschtomate nimmt überhand und ihr habt nicht so viel Platz, dann könnt ihr natürlich mal einzelne Triebe entfernen, aber nicht so ausgeizen wie bei einer normalen Tomate, bei der wir mit ausgeizen den Wuchs und auch die Ernte kontrollieren
Hier bitte alles so wachsen lassen, sehr wichtig. So, das war's zum kurzen Guide von Tomaten. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich werde jetzt mal die erste rote Tomate hier snacken und ich wünsche euch viel Spaß. Macht's gut, ciao.